Grüß Gott, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ländle Talk aus dem Bregenzer Festspielhaus. Heute ein Schauspieler zu Gast, ein Vorarlberger Schauspieler, Michael Joachim Heiß, hallo. Hallo. Herr Heiß, Sie sind, ich habe es gerade angesprochen, Schauspieler, erfolgreich unterwegs, immer wieder zu sehen auf Kinoleinwänden, zu Hause im Wohnzimmer, auf den Fernsehbildschirmen. Zum Beginn aber eine Frage, Sie haben sehr, sehr kurios angefangen, nämlich als Installateur. Ja, das ist richtig. Ich bin gelernter Gaswasserheizungsinstallateur, habe bei einem Betrieb in Bregenz gelernt, habe dann irgendwie jahrelang in diesem Beruf quasi praktiziert und habe dann später die Entscheidung getroffen, nach Wien zu gehen und die Ausbildung zum Schauspieler zu machen. Woher kam denn die Intention vom Installateur zum Schauspieler? Kurioser geht es ja nicht mehr. Ja, das ist eine lange Geschichte und zwar beginnt die eigentlich mit meinen Eltern, die unbedingt wollten, dass ich Handwerker werde. Ich aber dann Jahre später draufgekommen bin, dass es doch nicht so hundertprozentig meins ist und ich dazwischen eben immer hobbymäßig oder amateurmäßig Theater und Musicals gemacht habe. Auch Bands habe ich gehabt, habe gesungen in Bands, war auch Schlagzeuger in Bands. Jazzgesang, glaube ich. Jazzgesang kam später mit dem mit Umzug nach Wien. Also eigentlich, ursprünglich bin ich nach Wien gezogen, um Jazzgesang zu studieren. Habe ich dann gemacht, 5 Semester. Und während dieses Umzugs nach Wien, oder beziehungsweise während dieser ersten Etappe in Wien, habe ich nebenher noch Schauspiel studiert. Kam dann drauf, dass es eigentlich mir mehr Spaß macht. Und so bin ich dabei gelandet. Ja, dann haben Sie angefangen, Schauspiel zu studieren, haben es abgeschlossen und sind dann auf diversen Bühnen gestanden, sowohl im Theaterbereich als auch im TV-Bereich. Haben Sie sich immer schon wohlgefühlt, auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera zu fungieren? Eigentlich ja, und da gibt es diese kleine Anekdote. Und zwar habe ich nach dem Studium, Schauspielstudium, wollte ich mal Pause machen, habe dann diverse andere Jobs gemacht, auch wieder Installateur zum Teil. Und dann begann ich wieder an einer Schubert-Theater in Wien, an der Bühne Schubert-Theater, begann ich dann wieder zu schauspielern. Und in dem Moment der Premiere, als ich die Bühne betrat, hatte ich das Gefühl, genau da gehörst du hin. Das heißt aber auf der Bühne und nicht vor der Kamera? Ist so in diesem Zusammenhang dasselbe, würde ich sagen. Was ist denn der konkrete Unterschied zwischen auf der Bühne stehen, vor Leuten zu spielen oder vor der Kamera zu stehen? Vorbereitungstechnisch ist Kamera meiner Meinung nach aufwendiger und präziser. Und Bühne ist eher spontan, aber Spaß macht beides im selben Sinn und werde auch beides in Zukunft machen. Irgendwann war mal der Punkt da, wo Sie die erste Rolle bekommen haben. Es war, glaube ich, ein Film mit Moritz Bleibtreu. Mhm. Denken Sie heute noch an diese erste Rolle vor der Kamera zurück, weil Sie mir gesagt haben, das war das Sprungbrett zu meiner Schauspielkarriere? Ja, Moritz Bleibtreu. Ja, der Film Krug, Rot war in Stadt Tod sein, war das. Und da spielte ich einen Gangster von Paolo Lusmanca. Und das ist eine Gangsterkomödie. Und das war eine ganz witzige Sache eigentlich, ja. Und man denkt an diese Filme natürlich zurück, wenn man dadurch irgendwas erinnert wird. Zum Beispiel habe ich jetzt November 2010, Moritz Bleibtreu in Wien wieder getroffen bei der Premiere von Jud Süß. Und habe ihn 8 Jahre nicht gesehen und wir haben uns beide gefreut, uns zu sehen. Und natürlich denkt man dann an diese alten Zeiten zurück, klar. Wie war denn der Weg? Bis dahin, wo Sie das Telefonat bekommen haben, haben Sie Lust mitzuspielen beim Film von Moritz Bleibtreu. Da müssen ja unglaublich viele Hindernisse sein, denn fast jeder Zweite wäre dann Schauspieler, aber schaffen letztendlich tut es fast keiner. Wie war denn der Weg? Wie viele Hindernisse hatten Sie zu überwinden und woher nahmen Sie immer wieder die Motivation, wieder aufzustehen nach Rückschlägen? Natürlich, also anfänglich geht man natürlich auf massiv viele Castings. Man bewerbt sich massiv, also es geht auch wahnsinnig viel Pressematerial, Fotos, Lebensläufe raus. Speziell als junger Schauspieler, der zum Film möchte, aber kein Filmmaterial hat, weil er noch in keinem Film mitgespielt hat, ganz schwierig. Die Produktionen und die Regisseure wollen immer Filmmaterial sehen, aber wenn du noch keine Rolle gespielt hast, woher das Filmmaterial nehmen?
So, jetzt muss man irgendwie das schaffen, dass man zum Filmmaterial kommt, dann bei der nächsten Produktion das vorzuweisen. Weil ohne Filmmaterial keine Rolle und ohne Rolle kein Filmmaterial. Und irgendwie gelang es mir dann mit Fotos. Manchmal suchte ich einen Regisseur vom Foto aus, sagt, das ist der richtige Typ, den möchte ich. Gibt es aber nicht allzu oft. Und machte dann noch 2-3 Werbungen. Dann hatte ich schon mal minimalstes Filmmaterial zusammen. Mhm. Und ja, das ist natürlich mit den Jahren immer mehr geworden. Und mittlerweile hat das schon mein Material schon Spielfilmlänge. Und ja, also klein anfangen einfach. Klein anfangen und dann den Weg weitergehen vor allem und nicht stehen bleiben. Bevor wir jetzt zu gewissen Rollen oder Filme oder Serien kommen, wo Sie überall schon mitgewirkt haben, was muss denn ein Schauspieler prinzipiell für eine Persönlichkeit sein oder was muss eine Schauspielpersönlichkeit mitbringen, um in diesem harten Business zu überleben oder vor allem auch Fuß zu fassen? Also ich glaube, viele sagen Talent, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist Disziplin und ich glaube auch eine Strategie. Ich glaube, man muss das einfach strategisch angehen. Wo ist das Ziel? Dort will ich hin. Was muss ich dafür tun? Und ich glaube, wenn man auf diesem Weg diszipliniert ist, glaube ich, funktioniert es auch. Und ich glaube, es ist gar nichts anderes. Es ist nicht irgendwie großes Charisma oder es ist nicht super Talent. Es ist nur, meine Meinung, Disziplin. Und was bringt die Schauspielerei mit sich? Beziehungsweise, was ist der Punkt, wo Sie sagen, genau drum bin ich Schauspieler geworden? Ja, die eine Seite ist natürlich mal, ich möchte Leute unterhalten. Ich möchte Leute im Negativen wie im Positiven unterhalten. Das heißt, von mir aus, vom schlimmsten Drama, traurig, bis zu super tollen, lustigen Komödien. Und die andere Seite für mich persönlich ist, dass ich gern in diverse Rollen schlüpfe, auch die Recherchen für diverse Rollen betreibe, Analysen, Sekundärliteratur, je nachdem, um was es sich dreht bei der Rolle. Und diesen Charakter innerlich zu formen, dieses Herstellen einer Person, die es eigentlich gar nicht gibt, die fiktiv ist, aber irgendwo ihre Wurzeln hat, ihren Lebenslauf hat und dann als eigenständige Person in mir lebt, das ist irgendwie eine Herausforderung jedes Mal für mich. Das ist genau meine nächste Frage. Sie haben ja schon bei zig Aufnahmen mitgewirkt, Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo jeder kennt. Alarm für Cobra 11, wo sogar nach Amerika verkauft wird. Welche Rolle hat denn Ihnen bisher in Ihrem Lebenslauf am besten gefallen? Also für mich ist es eindeutig. Und zwar ist es die Rolle Werner Metzler aus dem Film von Reinhold Bilgeri. Der Atem des Himmels? Ja. Und das ist definitiv die Rolle, die für mich die größte Herausforderung war und auch die schönste Arbeit. Wenn wir gerade bei dieser Rolle sind, Sie sind gut gebaut, schlank, mussten aber für diesen Film 17 Kilo in 4 Wochen an Essen. Ja, die Geschichte ist ein bisschen verworren, ne? Das ist so. Musste ich nicht. Wir haben das so ausgemacht. Also es war so, dass Reinhold kam zu mir und sagte, du, ja, Metzler, ich habe mir diesen Werner Metzler eben ein bisschen fülliger vorgestellt. Und ich sagte, okay, ich kann das Gewicht schon rauffressen, es geht schon. Hatte aber bis zu dem Zeitpunkt noch keine hundertprozentige Zusage von Reinhold. Also habe ich mit dem Rauffressen noch gewartet. Und in der Zwischenzeit kam eine Anfrage rein von Oskar Röhler, Jud Süß eben, mit Moritz Bleibtreu und Tobias Moretti. Und dann hatte ich die Kostümprobe für Jud Süß und spielte einen schlanken SS-Soldaten. Und kurz nach der Zusage, oder kurz nach der Kostümprobe von Oskar Röhler, kam die Zusage von Bilgeri. Jetzt drehte ich Jud Süß und am Tag von Jud Süß begann ich als das abgedreht war, begann ich zu fressen und hatte aber nur noch 4 Wochen Zeit bis Drehbeginn von Reinhold Bilgeri. Aber Sie haben es geschafft. Ja, ich hätte vielleicht noch mehr schaffen können, aber 17 Kilo in 4 Wochen ist okay. Wie ist es denn mit Persönlichkeiten wie Tobias Moretti, wo man beispielsweise die meisten von Kommissar Rex kennen, Moritz Bleibtreu, Oscar-Preisträger Christoph Waltz, mit solchen Persönlichkeiten auf einer Bühne beziehungsweise vor einer Kamera zu stehen, denkt man sich da ab und zu, oder ist man da vielleicht sogar ein bisschen neidisch, oder lernt man da eher etwas von Ihnen, weil Sie ja... Also ich sage, man, erstens lernt man und zweitens profitiert man. Es ist kein Neid, Neid gibt es da nicht. Weil man profitiert von diesen Leuten allein schon dann, wenn ich dieses Demoband von diesem Film aus der Hand gebe und Tobias Moretti oder Christoph Waltz spielt mit.
ist die Chance höher, dass das irgendjemand anguckt und sagt, okay, der Typ, den schaue ich mir jetzt an, wie der spielt. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du mit solchen Leuten in einer Liga bist und du machst mit solchen Leuten Filme, weiß jeder, dass du Qualität hast. Also du profitierst eigentlich von diesen Leuten. Dazu muss ich sagen, der Christoph Waltz war noch kein Oscar-Preisträger, als ich mit ihm gedreht habe. Das war 2007, das jüngste Gericht von Urs Egger. Hauptrolle Tobias Moretti und Christopher Waltz war die erste Nebenrolle in dem Film. Es gibt den österreichischen Regisseur Götz Spielmann. Er hat den Film Revanche gemacht. Sie haben mitgespielt und er wurde unvorstellbarerweise zu einem Oscar nominiert. War das auch für Sie ein gewisser Teil von Stolz, weil Sie da mitgewirkt haben? Oder was war es für ein Gefühl, wo Sie erfahren haben, der Film, wo ich mitgespielt habe, wurde für einen Oscar nominiert? Ein österreichischer Film zumal. Also als erstes war es mal für mich schon überraschend, dass er auf die Shortlist kam. Und die Shortlist sind 9 Filme, 2 Wochen vor der Oscar-Nominierung ist das. Und dann, als ich das gehört habe, Revanche ist auf der Shortlist, habe ich mir gedacht, boah, okay, das ist gut. Aber weiter wird er nicht kommen, das war's. Letztes Jahr, also das Jahr davor, war Rosowitzki mit den Fälschern. Mhm. Dann tatsächlich hatte ich gerade eine Theaterpremiere im Dschungel Wien. Und an dem Tag habe ich erfahren, dass wir nominiert sind für den Oscar. Und das war natürlich schon, puh, wow. Aber natürlich 2 Jahre Österreich hintereinander, es war sehr unwahrscheinlich. Aber die Oscar-Nominierung, natürlich habe ich sehr profitiert davon, werbetechnisch sehr viel. Weil natürlich jeder ist, der Film hat sehr wenig, also ist sehr dünn besetzt eigentlich, hat sehr wenig Mitspieler. Mhm. Es gibt diese 4 Hauptfiguren, um die sich alles dreht, und ganz wenig Nebenfiguren, zu denen ich gehöre. Und dadurch ist er sehr durchsichtig, um zu schauen, wer spielt da alles mit. Mhm. Und da habe ich mal auf meiner Homepage so kontrolliert, also neugierigerweise, so, wie das in dem Zeitraum aussieht mit den Hits, die ich bekomme. Und in diesem Zeitraum hatte ich 10-mal so viele Hits wie das restliche Jahr. Also rein so vom Interesse, was die Leute zeigen. Also ist so eine Nominierung oder Preise, die verschiedene Filme bekommen, wo Sie auch, wenn es unter Anführungszeichen nur eine Nebenrolle ist, da auch eine Karrierechance, eine weitere? Immer, weil selbst die neuen Regisseure, die man kennenlernt, die den Lebenslauf in die Hand bekommen, die dann sehen, aha, okay, da hat schon mitgespielt, da schon Deutscher Filmpreis, nominiert für den Deutschen Filmpreis, Oscar. Ist ja da wieder ein Qualitätssiegel quasi. Wenn ein Film einen Preis bekommt, ist es ein Qualitätssiegel und jeder, der mitwirkt, hat automatisch, bekommt diesen Qualitätssiegel quasi mit. Und ist sehr profitabel, also, wenn man es so sagen kann. Ja. Also. Jetzt haben wir relativ viel über Vergangenes gesprochen, über Produktionen, wo Sie mitgewirkt haben. Wenn wir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, was haben denn Sie noch für Ziele in der Schauspielerei? Ja, sagen wir mal so, weiterhin die Leute zu unterhalten, da waren wir schon mal bei dem Punkt. Und richtige, konkrete Ziele habe ich insofern nicht, aber was jetzt mal eins meiner nächsten Ziele werden sollte, das ist, dass ich irgendwo mal gerne eine Hauptrolle spielen möchte. Ich glaube, ich habe es auch bewiesen mit dem Bilgeri-Film, dass ich dazu imstande wäre. Und das gibt es anzustreben, aber es ist nicht so, ich muss das und mit Druck und geht sowieso nichts in dem Business. So, ich lasse es einfach kommen und es kommt auf mich zu und irgendwann ergibt sich das. Und irgendwann ist auch der Punkt da oder jeden Tag oder viele Tage im Jahr wahrscheinlich, wo der Michael Joachim Heiß nicht vor der Kamera steht oder nicht auf der Bühne von einem Theater steht. Ja. Was macht er dann? Eigentlich ist das die Hauptzeit, also man ist eigentlich mehr nicht vor der Kamera als vor der Kamera und nicht auf der Bühne, wenn Publikum im Saal sitzt, als auf der Bühne als Schauspieler. Was mache ich da? Zum einen Teil mache ich natürlich berufliche Sachen, wie ich mache meine ganzen Bewerbungen, ich mache meine ganze Presse, ich mache Interviews zum Beispiel. Was ich mache, ist irgendwie körperliches Training wieder, damit ich die Bilgeri-Kilos loswerde quasi. Wir sind schon weg. Ja, und dann zum einen ist das aber alles beruflich. Und wenn man jetzt das Berufliche wegrechnet, bleibt eigentlich recht wenig Zeit, weil ja alles mit dem Beruf verknüpft ist. Es ist irgendwie Lesen, Literatur meistens verknüpft mit dem Beruf. Es ist meistens, wenn ich irgendwas für eine Stimme mache, singe, weil ich singe jetzt wieder ein bisschen so für mich unter der Dusche privat, trotz Jazzstudiums. Und ich habe mir jetzt ein elektronisches Schlagzeug gekauft, spiele so in der Wohnung, steht so neben meinem Bett, ist ganz angenehm aufstehen, 10 Minuten Zeit, gut geht.
Aber wie gesagt, es ist dann vieles, was man macht, gehört zu den Skills, was ich auch als Schauspieler brauchen kann. Weil wenn ich jetzt irgendwie einen Sport gut mache, ein Hobby gut kann, kann ich das ja wieder beruflich einsetzen. Es gibt ganz wenig abseits von diesem Berufsleben, das ich habe. Das ist eigentlich mehr eine Lebensphilosophie, als dass es ein Beruf ist, den ich separiere von meinem Privatleben. Aber irgendwann müssen Sie doch die Energie herholen, um immer zu arbeiten und in der Freizeit nochmal zu arbeiten. Ja. woher nehmen Sie diese? Von den Erfolgen, wenn Sie vor der Kamera stehen? Ich weiß es nicht. Also es ist so, diese kleinen Freizeitsachen, die ich dann wirklich mache, sind wirklich minimal, das stimmt. Die Energie hole ich mir wirklich hauptsächlich aus den Erfolgen raus. Mhm. Viel auch aus dem Feedback anderer Leute, die sagen, hey, ich habe den Film gesehen, hey, ich habe dich dort und dort gesehen. Auch die Kritiken, auch die schlechten Kritiken ist auch etwas, was mir wieder einen Motor gibt, einen Antrieb, weil wenn jemand sagt, okay, das war gut, nur diese Szene ist irgendwie Bullshit, dann sage ich, okay, dann muss ich das irgendwie anders machen, wenn das eine objektive, qualitative Kritik ist. Und dann arbeite ich, also gibt mir das schon wieder einen Antrieb. Glücklicherweise, klopfen wir auf Holz, dass es so bleibt, ist die meiste Kritik, die ich bekommen habe für die letzten paar Projekte, war positiver Natur und das gibt mir natürlich einen Antrieb. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viele, viele Erfolge, dass Sie auch den Antrieb weiter behalten. Dankeschön. Und vertreten Sie unser kleines Bundesland Vorarlberg gut. Danke. Auch bei Ihnen, liebe Zuseher, bedanke ich mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn es heißt Ländle Talk aus dem Bregenzer Festspielhaus.